Ja, liebe Zuschauer, ein ganz seltenes Gefährt, die 604, ein Team aus Frankreich, den Fahrgestellern Innenmotion 16, ein selbstbaurechtes Baujahre 67, 3 Tonnen, 130 kW, ein Team aus Frankreich, Innenmotania, im Jahre 2010, berichtet. Können die Fahrzeug machen, was sie wollen. Es muss dann auch auf technischen Kommissar abgenommen werden. Auf diesem Wege möchte ich ganz herzlich unseren Thomas vom TTM-Verlag begrüßen, der den weiten Weg in Stuttgart hierher gekommen hat. Danke, Thomas. Auch er, den Fernfahrer aus dem Motorsport, immer tolle Bilder von Backrail. Und danke. Thomas, wie gesagt, die 604 und da drüben mit der 501 der amtierende Europameister in der Sektion Steinamt. Mit Patrick Köstler am Lenkrad und Christian Müller als Beifahrer, AKS Engelbändiger im letzten Jahr an die überzeugende Leistung zum Europameister. 2009 waren die Vize-Europameister, 2010. Für die Zuschauer nochmal eine kleine Aufklärung zum Reglement. Wir sehen mal diese Vorstangen, die dort in diesen Sektionen gesteckt sind. Das heißt, die Fahrt. Eine vierte Türstange sollte immer beim Passieren in Fahrtrichtung stehen. Sollte das Team sich vergehen und falsch mitfahren, gibt es gleich 40 Strafpunkte. Ein Auslassen eines Tores wird mit 80 Strafpunkten belegt. Das Berühren einer Türstange ergibt 8 Punkte. Ein Brechen einer Türstange ist natürlich gleich mit 40 Punkten. Und die Anzahl der Rangierbewegungen zwischen zwei Toren sind jeweils dreimal möglich, also insgesamt 6. Sollten sie nicht gemacht werden, wird der Haupt aus der Sektion genommen. Und alle Tore, die dann nicht getan werden, bekommen dann auch noch eine volle Punktzahl dazu. Und somit kommt man ganz schnell dann am Ende.